Meine Manchmal ist Bullet Time doch wenn voll. Ich die töte. Ja. Ja, lass dir mal umgucken kurz. Liegt irgendwo so, ein Dampfen, dampfender Johnny oder so rum? Ne. Okay. Dann machen wir die Door, oder ich mach's Türchen auf, dann kannst du schon mal rausgucken. Na? Der kann dich auch mal schießen. Na. Push the button. Oh ne, sind das jetzt hier diese komischen Klonsoldaten? Weiß nicht. Oh ne. Was ist das jetzt? Oh, der spawnt wieder die Typen. Kann man den irgendwie kaputt machen? Dürfen wir nicht. Naja, jetzt bringt irgendwie mal so ein Scheiß. Einfach ein bisschen rushen, das möge ich nicht. Den hinter dir habe ich. Naja. Warum kann ich denn nicht sprinten? Bin ich in dem Körper von einem alten Opa oder was? Wahrscheinlich. Stirb, Mann. Manate. Ich sehe gar keinen gerade. Doch, ich schon. Ah, wir müssen die Elektro-Dingsens hier kaputt ballern. Was müssen wir kaputt ballern? Oh, scheiße, wieso hat er mich auf einmal getroffen? Da hab ich gut gehittet, jetzt liegst du da, oder? Das ist nicht gut, ich bin nämlich auch gleich tot. Komm, beschütze mich, au, und wegrushen. Ja, geht doch wieder. Ach, den willst du haben? Ich bin down. Eine Nate neben mir. So, dafür stirbst du, danke. LOL, dafür bin ich tot. Liegst du da tot oder was? Ja. Beschütze ich. Auf dich. Was müssen wir denn jetzt hier noch kaputt machen? Ja, wahrscheinlich alles. Alter, sind das viele, willst du mich verarschen? Oh lol, hier geht irgendwas schwer kaputt gerade. Jo, das Ding in der Mitte ist kaputt. Oh Mann, ey. Arschlöcher. So, nehmen wir wieder die Waffe. So, wo geht's weiter? Hier runter. Aber ich will gerade nochmal gucken, ob hier nicht auch irgendwo was rumgammelt. Hier gammelt nichts rum, das hätten wir schon gesehen. Komm, da gehen wir da runter. Oh. Oh no. Ich wollte gerade sagen, da laufen wir jetzt aber nicht komplett lang, das ist ganz schön dunkel und gruselig da hinten. Oh. Die Schlacht im Rathaus. Richtig. Ach, das ist doch die Dings. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Wie heißen die? Weiß ich nicht, die ballert jedenfalls auf uns. Nein, tut sie nicht. Oder auch nicht. Die ist aus dem ersten Teil, oder? Klar, man spielt ja nur im ersten Teil Pointman. Bin mal gespannt, ob wir auch noch auf Beckett treffen aus dem zweiten Teil oder aus irgendwelche Leute aus der Vier-Truppe. Sein Name ist Michael Beckett. Ja, ich sag's doch, Beckett. Geil. Armacans Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich's dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Kann es sein, dass wir gar nicht wahrgenommen werden? Also ich? Weiß nicht. Ja, ja, in dem Sitz hat's nämlich aufgehört im zweiten Teil. Da hast du da drin gehockt, in dieser komischen Wunschkugel. Okay. Okay. Und hast von der schwangeren Alma den Bauch gestreichelt. Okay.
Hä? Arme von Soldaten? Okay. Fleisch gewordener Geist. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Als ob sie über alles Bescheid wüsste. Ich sehe aus wie Dings, gell? Wie Larry Lafer. Kennst du den? All diese von Leisure Suit Larry? Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, wie... wen? Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Seid ihr mit dabei? Ja, uns ist gestern auch aufgefallen, dass der Resident Evil Endboss aussieht wie der Duke. So ein bisschen. Okay. So. Ja. Gucken wir mal kurz über die Punkte. Das sagt schon alles, wie der Lieblingssohn ist, gell? Ja gut, ich nutze meine Begabung natürlich öfters wie du. Deine Begabung ist ja Bullet Time. So. She hated him. What he had done to our family. Ja, die Runde war nicht so gut von mir. Anfang war cool. She would have her revenge. Her time to Nein. Du hast das volle Aussehen und dein Gemälde. Ja, Quatsch. Ich bin halt künstlerisch begabt. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, das bin ich. Du bist so ein anderer Typ. Da Almas Wehen die Welt in Stücke reißen, müssen die Brüder Beckett erreichen, wenn sie die Geburt noch stoppen wollen. Yay, wir treffen auf Beckett, die Person, die wir im zweiten Teil gespielt haben. Warte mal kurz. Oh no, Robotnix. Na, guck mal her. Relativ einfach hin. Ja, bis auf den Überbord da eben. Also sah ich, wie die IPA-Stadtrampen in die Passagiertransporte einbauten. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen uns einen schnappen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. Oh. Dem euch gezeigten Band zufolge hat Armageddon Beckett eingesperrt. Er wird wohl irgendwo in Port Authority auf seinen Abtransport warten, wie alle anderen auch. Oh, hab ich mich nicht erschrocken gerade. Hoch. Ich kann die nicht Dings nicht einnehmen. Kann nichts machen. Ich habe auch keine Munition mehr. Alter, guck mal an Himmel. Also nicht den Hubschrauber, sondern da hinten diese riesige Glutmulde. Oh. Fliegen die Kometen auf uns zu? Ne, die fliegen weg. Fliegen dahin. Okay. Wow. So, warte mal. Ich habe keinen Bullet Time an. Was ist gerade los? Ja, da unten sind Gegner. Unten ist irgendwas gelatscht gerade. Das haut ab. Zieht am Zaun. Was ist ein Zaun? Victor 3-9, that's a negative on evac at this time. So, ich habe wieder eine gute Waffe. Ah, ich kann hier nicht übernehmen. Da. Hier geht's rein. Ah, hier ist schon wieder so ein gestückelter Typ, Alter. Also jedenfalls der eine Teil. Ach, da liegt der zweite, okay. Dass du aber auch immer die Türen aufkicken musst. Das fühlt sich schon viel cooler. Da wir eben so viel Geballer haben, wird jetzt wieder eine Gruselstrecke kommen. Ja, hier ich auch noch was. Ah, die scheiß Mülltonne. Ja, das erschreckt mich doch nicht hier. Gesperrt. Ah. Aua, geh doch einfach weiter. Schlag doch nicht gegen offene Türen. Warte mal kurz. Hier hinten ist eine Tür offen. Ja, die andere geht noch eh nicht auf. Aber hier steht einer. Hier liegt aber eine dampfende Komm Leiche. Komm her jetzt! Hier liegt eine Leiche. Komm, wir gehen jetzt hier rein. Lol, was ein Vogel. Dem hau ich die Tür jetzt durch die Nase. Au, oh, der sieht auch gut aus. Ah. Der war ganz schön schlimm. Ah, das sind wieder so Feuerlöscher-Typen, cool. Also, sie haben irgendeine Buddel auf dem Rücken, die kann... Alter, was sind die unten los? Die kannst du dann, Dings, zum Explodieren bringen. Okay. Ja, das ist ein Feuerlöscher-Typ. Guck, bam. Okay. Dann halt. Oh, hinter uns.
Den im Turm hatte ich. Ah, was denn hier? Okay, den unten habe ich auch. Ich brauche mal so ein rotes Gesicht. Ja, da liegt eins. Nein, keine Munition mehr. Ja, wo sind? Oh. Hat irgendjemand was am Mini getroppt? Ja, hier der. Geh weg mit deiner Feuerbuddel, Alter. Hier kracht alles ein. Oh. Hab die. Der zappelt noch. Ich hack mal kurz hier alles. Oh, oh, hinter uns steht so. Ja, Passwort war für den Arsch, glaube ich. Ah, ne, geht trotzdem auf. Wir sind hier in den Evakuierungs... Dingsens. Lol, warum hat hier irgendwas rot geleuchtet in dem Fadenkreuz, als ich auf den Kopf da gezielt hatte? Ja, hier geht's ganz weit. Weiß nicht. Bei der Böse ist hier geht's hoch. Echt? Hä? Hm? Ach da. Da ist gleich wieder eine Eimer vor mir kommt, Alter. Ich muss die Leiter loslassen. Ja, ich muss den Typen aber freilassen. Also. Ah, hier häng ich. Wow, hier geht alles kaputt, Alter. Guck mal da runter. Volles Loch. Das muss so. Ich glaube, der hat den Arsch offen. So, hier geht's hoch, aber ich gucke erst nochmal. Hier, ich wollte gerade sagen, da ist eine Leiter. Ja, ich wollte nur gucken, was da ist. Ja, komm, war. Dann machen wir noch ein schnelles Barbecue. Ich mach schon mal das Feuer an. Ich bin schon mal hochgelaufen. Ja, ja, lässt mich hier alleine wieder am Grill, gell? Oh, ich komme die Leiter nicht hoch. Ich bin zu dämlich. Jetzt. Ah, Fehler. Lol. Machst du Bullet Time? Nee, ja, das Aufstieg, ist Level 8, die Gesundheit verbessert, 10% mehr Gesundheit, das ist doch schon mal schön. Aber ich kann den nicht einnehmen. Ja, der war auch... Ach, das sind Psychos, kommen die hier hoch? Ach du Gott! Schreck mich mal, das waren hier wirklich Psychos. Ja, dann gehen wir eben war kein Psycho. Da kommen normale. Ja, lass mal einen. Ach hinter so. Uns. Hold your ground. Scheiße! Sind die da direkt vor mir? LOL, was? Der hat mir eine Rechte gegeben. Oh mein Gott. Ficken. Das war so ein Möger. Schieß die Blatt, schieß die Blatt einfach. Hab ich ja. Wie geil die fliegen. Da ist ein Suicide-Bomber. Du bleibst direkt hin. Ich nagel die mit den Messern an die Wand. Oh nein. Nein! Ich hab keine Schusswaffe mehr, ich hab keine Munition. Da ist Munition, da ist Munition. Wie lange lebt er denn mit seiner scheiß Bombe, Alter, am Arsch? Sollen wir jetzt hier welche bleiben, bis das fertig ist, oder? Ich weiß nicht, neben mir ist was explodiert. Puh. Hinter uns. Oh, das Auto neben mir brennt. Guck mal so ein Gesicht hier. Komm, lass hier reingehen. Scheiß auf alle anderen. Ja, weil ich brauche mal Munition. Ich habe keine Waffe Munition. Wow, explodiert das Auto neben mir. Ah, hier hinten liegt eine Waffenkiste. Jo, ich sehe. Dann hol ich mir gerade hier oben noch die Gesichter, die hier hängen. Hey, warum kann ich die nicht nehmen? Oh nein, die verschwinden gerade. Naja, eins, super.